herzlich willkommen. Das ist CypherPolex. Natürlich heute mal wieder mit einem brandaktuellen Video, wo es darum geht zu erklären, wie es denn original mit den Holy Knights weitergeht. Sie waren ja lange ein präsentes Thema und sind so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Viele sind davon ausgegangen, dass sie potenziell sogar auf Egghead auftauchen könnten, aber dem war natürlich nicht so. Wir hatten stattdessen eine komplette Kampfsituation mit den Gorosei. Deshalb wären die Holy Knights aber nicht irgendwie irrelevanter, ganz im Gegenteil. Momentan sieht vieles danach aus, als könnten sie sich schon in Egghead aufhalten oder als hätten sie zumindest schon einen gewissen Einfluss auf Egghead. Wir haben ja auch gemerkt, was der Cliffhanger des letzten Kapitels war. Haqua di Sauro ist genau in dem Moment, als faktisch die für ihn relevanten Ströte im Sinne von Robin angekommen sind, auf einmal wohl gestürzt und kann nicht mehr selbstständig aufstehen. Das war natürlich hier kein kleiner Zufall oder kein unwichtiges Ereignis, das halt einfach nur hingefallen ist, sondern damit hängt wohl auch wieder einiges zusammen. Aber dazu kommen wir gleich zu sprechen. Leider bekommen wir diese Woche kein Kapitel, leider bekommen wir die nächsten 3 Wochen kein Kapitel. Es wird nämlich so sein, dass das Kapitel vom 17. auf den 1. Dezember verschoben wird. Bedeutet, irgendetwas muss leider wieder passiert sein. Ich habe auch noch keine näheren Informationen. Es scheint nur so zu sein, dass Oda das relativ kurzfristig angekündigt hat. Also unserer Zeit, heute Morgen, kam die Information raus und es wurde auch nicht wirklich was dazu gesagt. Bedeutet, es könnte halt wieder irgendein Krankheitsfall sein, es könnte seine Familie betreffen oder sonst irgendetwas. Wir wissen es nicht genau. Wir können da nur gute Besserung, Genesungswünsche wünschen, ohne zu wissen, was da passiert. Aber ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schade. Bedeutet, wir bekommen natürlich jetzt erstmal kein Kapitel und müssen uns mit den Informationen zufrieden geben. Dennoch kann man aber auch sagen, One Piece ist momentan gerade wieder unglaublich spannend. Und allein rund um Loki und rund um die Nordic-Sache, um die gesamte Mythologie, gibt es noch so viele interessante Ansätze. Und CypherPolex hält euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden. Deswegen am besten ihr abonniert den Kanal, am besten ihr aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr gar nichts mehr. Über Kommentare und Daumen nach oben würde man sich natürlich hier auch ganz klar freuen. Im Namen der Gerechtigkeit babbeln wir gar nicht so lange rum, sondern fahren wir mit dem Video auch direkt fort. Wir haben, wie gesagt, ein sehr spannendes Thema vor uns. Aber kommen wir erstmal auf das zu sprechen, was natürlich jetzt auch in nächster Zeit relevant wird. Oder hat es bereits angekündigt? Es war für viele schon irgendwo das Battle Royale sozusagen, was bereits stattgefunden hatte, wo halt die Riesen als Partei fungierten, die Gorosei im Sinne der Weltregierung und natürlich die Strohpiraten. Dann gab es natürlich noch verschiedene andere Schlachtfelder. Wir hatten simultan die Ereignisse rund um Kid, rund um Law. Und das war natürlich auch hier unglaublich spannend. Deswegen gab es auch einige Fake-Gerüchte, die ich hier direkt auch mal widerlegen muss. Nein, Shanks hat keine Kopfgeldhöhung bekommen, es ist noch nichts festgelegt worden und Shanks wurde zwar in dem Kapitel benannt und erwähnt, nur gab es vorhin so viele Spoiler und ich lese immer noch so viele Kommentare. Sein Kopfgeld ist genau dasselbe, was er schon vorher inne hatte und es wäre auch ein bisschen komisch gewesen, wenn man das nur aufgrund in Anführungsstrichen der Kid-Ereignisse und aufgrund dessen, was jetzt auf Elban passiert ist, auf ganze 5 Milliarden erhöht hätte. Das wäre, ich sag mal, dafür eine zu große Steigerung, weil sind wir mal ehrlich, wir haben das ja auch irgendwo erwartet. Dass Shanks in der Lage ist, Kid zu besiegen, sollte klar gewesen sein. Gerade bei den anderen Kaisern hatten wir dieselbe Grundthematik. Ja, sie haben sich anders verhalten, sie haben ihre Gegner derartig unterschätzt, sie haben sich zurückgehalten und sie haben sich auch öfter mal treffen lassen, einfach nur um zu gucken, wie das Ganze funktioniert und auch mal wieder ein bisschen Spaß zu haben. Und dabei sind die natürlich auch einige Fehler unterlaufen. Dennoch, eine Attacke zum Beispiel wie Eroberung der Meere, die simultan von Kaido und Big Mom ausgeführt wurde, hätte das Potenzial gehabt, jeden von ihnen individuell zu blätten. Bei Zoro hat man es gesehen und Zoro war schon früher in der Lage, den gesamten Schaden von einem mystischen Zoan-Nutzer zu kompensieren. Auf der Füllerbank haben wir es auch nochmal gemerkt, bedeutet, selbst er wurde komplett vernichtet eigentlich. Und bei Law wissen wir zum Beispiel, seine Regenerationsfähigkeit ist nicht die beste und seine Ausdauer auch nicht. Kid kann zwar einiges tanken, dennoch, es hätte wahrscheinlich jeden von ihnen kampfunfähig gemacht und jeden von ihnen hätte es aus dem Gefecht rausgenommen. Und eine derartige Attacke hat halt Shanks auch durchgeführt, nur er hat halt nicht gezögert. Er wusste, Kid ist stark, er wusste, was Kid zu tun im Begriff ist und hat ihn halt dann auch direkt aufgehalten. Nur war das etwas, was ich auch von einem Shanks erwartet hätte. Aber gut, von Shanks haben wir natürlich hier einen sehr guten Übergang zu dem, wo es heute auf jeden Fall noch relevant wird, nämlich Figgerland Garling. Und momentan, wie gesagt, gibt es Ereignisse, die in eine bestimmte Richtung deuten könnten. Nicht umsonst hat Oda damals rund um Kuma auch diesen Flashback eingeführt. Viele haben das schon so ein bisschen vergessen oder verdrängt. God Valley war natürlich ein Wahnsinnsereignis. Wir wissen inzwischen, was dort passiert ist. Die Weltregierung hat immer wieder in einem 3-Jahrestakt ein Turnier veranstaltet, wo man halt im Prinzip Rasten ausgelöscht hat, wenn man so will. Und Schauplätze waren natürlich immer hier urbane Gebiete, die unabhängig von der Weltregierung funktioniert haben. Und dort gab es halt dann verschiedene Möglichkeiten, so eine Art von Treibjagd, so eine Art von Menschentreibjagd, wo man halt
zum Beispiel auf den König ein hohes Kopfgeld ausgesetzt hat und Champion wurde halt derjenige, der halt am meisten von ihnen geblättet hatte. Und in dem Fall war es aber so, dass dieses Ereignis gestürmt worden ist. Dann sind natürlich auch die Watcher-Piraten aufgetreten, die Vox-Piraten sind aufgetreten, ihr wisst, was passiert ist. Und im Zuge dessen hat sogar ein Garling mit gerade mal 3 seiner God Knights gegen die gesamten Watcher-Piraten gekämpft. Und kommt jetzt nicht damit, dass es nicht seine Prime war. Watcher war zu dem Zeitpunkt 39 Jahre alt. Und ja, er wurde rückwirkend mal als Wookie betrachtet. Stimmt zwar auch, aber ob man ihn als Wookie betrachtet oder ob es ein Goldie Watcher ist, sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Nur weil die Relation aufgrund des Erfahrungswertes ihn als Wookie präsentiert, heißt es nicht, dass er dann irgendwie schwächer war. Ganz im Gegenteil. Garp hat es auch nicht interessiert, dass die Vox-Piraten dort ankommen, aber als es hieß, Watcher taucht auf, oh, okay, Garp stürmt direkt dorthin. Und das, nachdem er eigentlich im Vorhinein sich die Pirateninsel angeeignet hat und den Schatz auch versteckte, könnte auch irgendwo mit dem Schatz von Captain John zusammenhängen, ist aber ein anderes Thema. Aber gut, erstmal zurück zu Garling. Dieser Typ war damals schon so mächtig und so unfassbar stark. Jetzt ist er nochmal mächtiger geworden. Damals war er schon in der Lage, so etwas zu bewerkstelligen. Wir reden von jemandem, der wahrscheinlich ein unglaubliches, natürliches Königshaki hat und vielleicht sogar mit Shanks irgendwie gleichzusetzen ist, was Observationshaki angeht. Und auch die gesamte Möglichkeit, Sparte sozusagen bei Shanks, könnte man bei Garling genauso anwenden. Es wurde damals schon im East Blue bestätigt, dass Shanks schon da in der Lage war, Gegner mit seinem Haki bewegungsunfähig zu machen, das Observationshaki des Gegners zu unterdrücken. Somit kann er halt wirklich aus einem toten Winkel auftauchen und zuschlagen. Und allein deswegen muss man nochmal kurz hier als Funfact erwähnen, dieser Typ, der so weit in der Lage ist, Haki zu kontrollieren, mit seinem Observationshaki so weit in die Zukunft schauen kann und es perfekt kontrollieren kann, wurde einfach, obwohl er gesagt hat, dass er sich konzentriert hat, von einem Blackbeard gezeichnet, der noch nicht mal eine Teufelswort inne hatte. Das ist eine andere Liga, aber gut, auch wieder ein anderes Thema, kann ich aber demnächst mal wieder was dazu machen. Ansonsten natürlich, bei Garling geht es halt auch darum, dass man da irgendwo eine Verbindung knüpft. Das mit Elbern und Shanks ist natürlich hier eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist es halt wieder, ein Turnier zu veranstalten. Und nicht aufgrund dessen, dass Garling da Bock drauf hat, weil es ja momentan sowieso ein Großsee, sondern er könnte es halt jetzt einfach vorschlagen und das aufgrund dessen, was gerade durch Dragon ausgelöst passiert. Das heißt, Dragon ist indirekt dafür verantwortlich, was vielleicht dann sogar mit Elbern passieren könnte. Aufgrund seiner Angriffe und aufgrund der Möglichkeit, die Versorgung zu unterbinden, sorgt er dafür, dass der Gemütszustand der Tenryubito sich ändert. Und das ist natürlich hier ein grundlegendes Problem. Man muss halt immer die oberste Schicht zufriedenstellen. Und wenn man derartig viel von ihnen erwartet, und inzwischen können wir auch in eine Richtung tendieren zu sagen, dass es hier nicht nur eine repräsentative Funktion erfüllt, sondern dass sie halt auch eben Nachkommen wie einen Garling halt hervorbringen können oder einen Doflamingo zum Beispiel, einen Corazon, die dann physisch überlegen sind, Königshaki besitzen und halt unglaublich stark werden. Und allein das zum Beispiel wäre halt förderlich, wenn man halt dafür sorgt, dass sie sich wohlfühlen und dass sie halt weiterhin eben sozusagen den Streitkräften solche Leute beiführen können. Und ähnlich wie zum Beispiel damals auch in den napoleonischen Kriegen war es halt auch so, dass man, bevor Napoleon aufgetreten ist, gerade auch im französischen Kaiserreich zum Beispiel, grundlegend Adlige in diese Ränge verfrachtet hat. Nicht Soldaten, die aufgestiegen sind, sondern halt einfach Hochgeborene. Und das war halt auch ein Grundproblem, weil Napoleon ist vom Soldaten aufgestiegen, wurde derartig respektiert, hat seine gesamte Hierarchie anders aufgebaut und war halt dann auch deswegen überlegen, weil seine militärische Erfahrung und seine Respektsebene, die er auch bei den Soldaten genossen hat, war natürlich nochmal eine ganz andere. Aber gut, auch wieder ein anderes Thema. Ich will damit nur sagen, man kann hier Vergleiche ziehen. Garling wurde auch faktisch in der Position reingeboren, ist aber kräftetechnisch definitiv in der Lage, das Ganze auch hier zu kompensieren. Und dieser Typ ist wahrscheinlich aber auch vom Verständnis her in der Lage zu begreifen, was er tun muss. Und dass man dieses Turnier wieder nach vorne bringt, sollte klar sein. Oder hat ein Battle Royale angekündigt. Und dieses Battle Royale bekommen wir wahrscheinlich sogar auf Elbern. Elbern wurde jetzt nicht nur zum feindlichen Gebiet erklärt, sondern man hat es dann nochmal verifiziert aufgrund der Kopfgelder, die Boogie und Woogie bekommen haben. Sie haben ein gemeinsames Kopfgeld von 3,6 Milliarden, was einem Kaiserkopfgeld entspricht. Die beiden sind stark, definitiv. Sie konnten ihr Geppetto köpfen, sie konnten gegen die Großsee einiges ausrichten. Sie sind auch mächtige Riesenkrieger, aber sie sind nicht so stark. Die stehen halt mehr oder weniger repräsentativ für die Riesen. Und auch zum Beispiel bei Loki gehen die meisten davon aus, dass es wohl eine Art von Kopfgeld ist. Es ist auch ein Kopfgeld, nur wird es hier als Sonderprämie betitelt und das könnte auch nochmal mit anderen Sachen zusammenhängen. Deswegen müssen wir da nochmal vorsichtig sein, inwieweit wir das als ein allgemeines Kopfgeld werden oder inwieweit das sozusagen eben eine Sonderprämie ist, die wirklich von dem normalen Geschehen abweicht. Gerade weil Robin auch nochmal bekannt gegeben hat, dass die Kopfgelder sich über die Jahre verändert haben. Würde bedeuten, dass er halt vor 6 Jahren schon ein Kopfgeld von 2,6 Milliarden inne hatte und das musste schon ziemlich krass sein.
Gerade wenn man halt auch bedenkt, dass die Relation bei den Riesenpiraten zum Beispiel auch nicht mal annähernd auf diesem Niveau stattfindet. Gut, Loki ist wahrscheinlich immens stark, die Teufelsfrucht ist wahrscheinlich immens mächtig. Könnte halt wirklich auch damit zusammenhängen, dass er die Frucht eben gegessen hat und dass die Sonne primär darin besteht, ihn vielleicht sogar lebend gefangen zu nehmen, damit man sich diese Frucht aneignen kann. Wir kennen das ja, Only Alive, damals natürlich aufgrund von Chat verifiziert bei Sanji, aber im Falle von einem Loki zum Beispiel könnte es wirklich das sein, dass die Weltregierung Priorität darin setzt, Loki nicht zu töten, sondern sich diese Frucht anzueignen und das halt eine Möglichkeit ist, weil Loki sie nun mal gegessen hat. Und davor hätte man wahrscheinlich, weil es halt eben ein Nationalschatz war, die Riesen als Gänse angreifen müssen und jetzt hat man halt nur, ich sag mal, ein einzelnes Problem mit Loki. Bei diesem einzelnen Problem hat man aber trotzdem die Gesamtstärke der Riesen und wahrscheinlich auch die Macht von Shanks gebraucht, aber auch wieder ein komplett anderes Thema. So oder so, es spricht für seine Stärke, nur Boogie und Woogie sind auch sehr, sehr stark, nur diese beiden gemeinsam haben wahrscheinlich nicht mit den Hauch einer Chance gegen einen Loki. Deswegen kann man einfach sagen, sie stehen repräsentativ für die Riesen. Und das würde halt wirklich bedeuten, dieses Turnier zum Beispiel auf Elbern zu veranstalten, wäre die richtige Möglichkeit. Nicht nur, dass die Godnai sich dann halt wieder neu positionieren könnten und wieder ihre Macht entfalten könnten, sondern die Prämien wären dann auch wieder ganz anders. Und Prämie ist dann auch wieder das richtige Wort. Wenn man nämlich dann diese Treibjahr veranstaltet und die Riesen halt offiziell als Feinde sozusagen auserkort, dann wird das Ganze halt auch in diese Richtung verlaufen, dass man halt dann verschiedene Stufen wieder etabliert und egal wie viele Leute man halt dann tötet, unabhängig davon müssen sie halt dann auch einen gewissen Status mit sich bringen, um halt dann eben solche Prämien zu beziehen, um halt dann der nächstmögliche Champion zu werden. Wir hatten mit Garlic den letzten Champion von God Valley und jetzt könnte sich halt jemand Neues hervortun, möglicherweise sogar Shanks Bruder. Und das Ganze halt damit zusammenhängt, dass die Holy Knights dann ihren Auftritt in Elbern haben werden. Viele gehen zum Beispiel auch in die Richtung, dass entweder die CP-Einheiten oder die Holy Knights vielleicht jetzt schon interveniert haben, weil Zoro zusammengebrochen ist. Und damals wurde ja auch von Saturn gesagt, man solle ihnen nicht hinterher segeln, sie wissen ja, wo sie hingehen. Und das wiederum könnte auch bedeuten, dass halt Zoros Informationen wirklich gravierend waren. Und da sind halt auf jeden Fall noch so ein paar Kleinigkeiten mit drin, die ganz spannend sind. Wir wissen nicht genau, was passiert. Man kann es nicht Loki in die Schuhe schieben, weil so oder so ist es simultan zu dem passiert, was gerade mit Ruffy stattfindet. Und ich glaube nicht, dass er davor den Auftrag erteilt hat, einen Zoro halt dann umzuhauen, wenn er nicht mal wusste, wer dort auftaucht. Man merkt ja, dass er schon manipulativ ist, schon sehr intelligent ist, aber er war halt wirklich 6 Jahre auch isoliert. Er hat vielleicht einiges mitbekommen, nur hätte er zum Beispiel einen weiteren Durchblick gehabt, wäre ihm so ein Fehler nicht unterlaufen, wie Shanks im Beisein sozusagen von Ruffy zu beleidigen, was ihn halt er dann auch wieder sozusagen ins Hintertreffen verlagert hat, weil er von ihm immer noch was haben möchte. Das könnte auch in eine andere Richtung dann gehen, wo ich auf jeden Fall auch nochmal im nächsten Video machen werde, weil grundlegend gibt es da auf jeden Fall noch einige Geheimnisse. Was aber jetzt die Holy Knights angeht, ist es auf jeden Fall so, dass wir sie wieder auf die Bildfläche bringen könnten. Und die Holy Knights bzw. sogar Garling irgendwie mit diesem Turnier zu verknüpfen, mit Elbern zu verknüpfen, wäre definitiv die spannendste und beste Möglichkeit. Gerade bedenkt man halt, dass es momentan genau in so eine Richtung tendieren könnte, weil wir halt eben so viele verschiedene Schauplätze haben und das wäre die beste Form des Battle Royals. Also ähnlich wie beim letzten Mal zum Beispiel könnte man sich das dann so vorstellen, dieses Turnier findet statt, Elbern wird isoliert, Elbern wird sozusagen in Besitz genommen, die God Knight treffen halt dann eben ein. Und daraufhin ist vielleicht sogar ein Garling mit von der Partie, der das Ganze überwachen soll. Wir wissen, dass Saturn war damals zum Beispiel auch mit von der Partie. Und dadurch, dass halt jetzt Garling in derselben Position ist, könnte er halt dann eben in seiner Funktion als ehemaliger God Knight und in seiner Funktion als Gorosei auftreten. Und das wiederum ist natürlich dann etwas, was halt auch wieder sehr viel Preispotenzial mit sich bringt. Vielleicht werden wieder Teufelsfrüchte präsentiert. Das wiederum bringt Piraten ins Spiel. Das wiederum könnte Blackbeard ins Spiel bringen, wegen diesen Teufelsfrüchten eben, damals wie bei Rocks, dass er dadurch angelockt wird. Und wenn Blackbeard ins Spiel kommt, kommt auch Shanks ins Spiel. Somit dieses Turnier mit dem Gewinnpotenzial in Verknüpfung könnte halt eben all diese Parteien aus verschiedenen Gründen zusammenführen. Und das könnte halt dann wiederum einen Kampf zwischen Garling und Shanks auslösen, zwischen Shanks und Blackbeard auslösen, vielleicht sogar potenzielle Bündnisse. Man weiß es nicht. Zweckdienlich wäre in dem Moment alles, dass wieder mal Piraten mit Marine bzw. Weltregierung zusammenarbeiten, könnte halt dann auch stattfinden, weil wer weiß, wenn da keiner dann zum Beispiel auch Wind davon bekommt, sich aber einmischen möchte, könnte er halt dann auch mit von der Partie sein und das wiederum könnte halt dann hier ein extrem spannendes Gefüge auslösen, wo halt dann vielleicht sogar bis dato noch undenkbare Bündnisse entstehen könnten. Aber was denkt ihr? Ballert mal auf jeden Fall in die Kommentare. Ich würde sagen, Hashtag GodKnight für die Leute, die bis hierhin zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal, habt einen schönen Tag und macht was draus.